Servus hier, Tabak und Pfeifengenießer hier auf YouTube. Oktoberfestzeit, Wiesenbierzeit, gell? Prost auf euch. Heute mal ein Hofbräu, muss ja nicht immer das gleiche sein. Ja, und heute möchte ich einmal so einen richtigen bayerischen Steckerlfisch machen, oder? Wiesensteckerlfisch, die machen aber auf meine Art und Weise. Da ist eigentlich gar nichts dabei. Da kommt nur Sonnenblumenöl, Salz und Pfeffer. Ja. Und dann kommt der auf den Grill. Mehr braucht es nicht. Jeder hat da natürlich sein eigenes Rezept und seine Gewürzmischung, wo er sagt, da schmeckt er am besten. Mir schmeckt er mit Salz, Pfeffer, Sonnenblumenöl am besten. Und ich wollte noch gebrannte Mandeln dazu machen. Okay, da haben wir dann ein richtiges Oktoberfeeling da, Oktoberfest-Feeling. Und jetzt zeige ich euch zuerst einmal am Grill, was ich da für einen Aufsatz habe für meine Steckerlfisch. Okay? Also, los geht's. Ja, die Grillbriketts habe ich jetzt schon mal angeheizt. Und da habe ich diesen Aufsatz, diesen Steckerlfisch-Aufsatz. Das ist ein Universalaufsatz, der passt eigentlich auf jeden Grill, gell? Ein bisschen stabil muss der Rost schon sein, weil das doch ein bisschen was wiegt, aber den kann man auf jeden Grill aufsetzen, gell? Ich habe mir über Amazon gekauft, weiß nicht, ob ihr die Adresse lesen könnt da. Da wirst du ihn wahrscheinlich auch bekommen, gell? Und da, wie gesagt, da passen 5 Steckerlfisch drauf. Da habe ich dann diese Stäbe. Wie gesagt, die steckt man dann da drauf einfach, ja, den Fisch, und grillten. So ein Tipp von mir, die richtige Hitze ist, wenn er ungefähr 30 cm weggeht und die Hand nicht länger wie 3 Sekunden drauf hält. Also ihr seht, das ist jetzt noch nicht heiß genug und diese Grillbriketts sind auch nicht richtig durchgegrillt. Gell? Ja. Ich finde diese Idee mit dem Aussatz super. Klar, es gibt, man kann es auch auf die Sperrrips heute machen. Ich habe da auch schon etliche Sachen ausprobiert. Aber mit diesem Halter da, muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden. Gell? Jetzt seht ihr schon mal, wo sich das Ganze heute abspielt. Auf so einem super Grill. Der ist einmal in Italien gemacht worden. Das war eine Sonderanfertigung. Gigantisch. Und ich war ja immer der Gasgriller. Aber mittlerweile, wenn ich so ein Gerät natürlich habe, da macht mir das Holzkorngrillen auch wieder sehr viel Spaß, Freunde. Ja, und auf diesen super Holzkohlegrill machen wir heute unsere Steckerlfisch. Was rauchen wir denn? Ich rauche heute aus meiner Pfauen-Jahrespfeife, 2001 ist das, einen Tabak. Man, die kennt ihr ja alle, HU, Louisiana Brocken. Ich meine, über den Tabak ist schon viel geredet worden, da muss ich jetzt nichts mehr dazu sagen. Gell. Das ist eine hervorragende Virginia und mit einer ordentlichen Portion Perique drin und ein bisschen Kentucky ist auch noch drin. Sehr mittelstark für mich, cremig, naturbelassen, ein hervorragender Tabak, gell. Immer wieder gerne sowas. Ja. Oh, schön warm ist er draußen. Ich glaube 23 Grad ist schon super, gell? Da kann man noch richtig genießen. Wer weiß, wie lange das noch so ist. Aber solange es Oktoberfest ist, mit Sicherheit, weil habe ich ja schon mal gesagt, die haben immer Glück. Prost auf euch. Ja. Jetzt gehe ich mit euch in die Küche. Und dann werden wir unseren Fisch vorbereiten und dabei hoffe ich, dass der Grill auch so weit Hitze entwickelt hat, dass wir es nachtun können. Und wir sehen uns in der Küche wieder. Gell? Bis gleich. So, ich habe jetzt da meine zwei Makrelen. Beide haben so ca. 400 Gramm. Ich habe mir so vorgestellt, dass am Oktoberfest 100 Gramm, 4,50 Euro gekostet. Dann weiß man schon, wo man da ist. Gell? So, jetzt tun wir die zuerst einmal auf Steckern auf. Da fährt man durchs Maul durch.
ich weiß nicht, ob Sie das sehen können, so am Mark entlang. Und zwar so, dass man hinten wieder mittig ja, rauskommt. So. Ja. Machen wir jetzt einmal den nächsten. Der mag nicht. Da rein. Schön durch. Hinten wieder. Mittig ungefähr. Ja, das ist Gefühlssache, das weiß ich schon. Das ist so. Dann nehmen wir unser Sonnenblumenöl. Und ich schiebe einpinseln alles. Auch innen. Nächsten. So, und jetzt, also kommt nur Pfeffer und Salz, mehr nicht bei mir, gell? Und da braucht ihr wirklich nicht sparen mit dem Salz. Erst einmal gibt es eine saubere Kruste. Richtig schön einsalzen. Dann pfeffern, genauso schön kräftig in der Nähe. So. Und das mache ich jetzt mit den anderen genauso und dann geht es hinaus auf den Grill. So, Glut ist genug. Dann würde ich sagen, stecken wir es einmal rauf. Mit der Rückenseite als erstes. Ja. Dann lasst es ruhig. Ein bisschen weiter weg. Gell? Also runter dran kommen wir es immer wieder. Und auch während des Grillens jetzt nicht die ganze Zeit dran, sondern 20 Minuten auf der Seite, je nach Größe des Fisches, und dann 15 bis 20 Minuten auf der anderen Seite. Gell? Noch, lassen wir uns überraschen. Währenddessen der Fisch jetzt da am Rücken mal so 20 Minuten dahin grillt, hat ewig gemeint, sie muss Mandeln machen, gell? Selber gemachte Mandeln. Und wie sowas geht, gell? Sagen wir, es ist gar nichts dabei, bloß Zeit brauchst, gell? Und ja, starken Arm, rechten Arm. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt in die Küche. Da gehe ich jetzt mit der Kamera rein und filme die wieder drinnen, wie es ihre selbstgebrannten Mandeln macht. Gell? Auf geht's. So, und welche Zutaten brauchen wir jetzt für die Mandeln? 200 Gramm Mandeln. Dann Zucker. 100 Milliliter Wasser. Vanillezucker. Und Zimt. Und eine Pfanne. Mehr braucht es dazu nicht. Ja, und jetzt derjenige natürlich, der was das macht, gell, aber das bin mit Sicherheit nicht ich. Ja, und dann noch gefettete Aluminiumfolie, wo man die Mandeln dann drauf tut, damit sie nicht zusammenpappen. So, jetzt kommt das Wasser rein. Und ganz wichtig ist nur, dass ihr einen Holzlöffel hernimmt und nicht Plastik oder irgendwas, gell? Also das ist ganz wichtig. So, und dann kommt der Zucker rein. Zucker und der Zimt. Das könnt ihr so nach Gefühl machen. Ja, und dann rühren, rühren, bis aufkocht. So, also das Wasser richtig aufkochen lassen. Und jetzt kommen dann die Mandeln rein.
Und das wird jetzt so lang gerührt, also nicht aufhören, so lang gerührt, bis das Wasser weg ist. Ja. Und dann natürlich weiter rühren, dass das karamellisiert. Das dauert ein bisschen, da muss man Geduld haben. Immer rühren. Das Ganze dauert so circa 20 Minuten. Aber erst muss das Wasser weg, gell? Immer rühren, dass nichts anpackt. Ja, jetzt fängt es schon langsam an, das Wasser geht schon langsam weg. Aber wie gesagt, da ist ein bisschen Geduld gefragt. Aber rentiert sich. Weil meiner Meinung nach schmeckt das viel besser wie die, was du auf der Wiesn kriegst. So, und jetzt fängt das Ganze zum Karamellisieren an. Das seht ihr, immer weiter rühren, gell? Die schmecken nicht bloß besser, wie ich vorher gesagt habe, sondern auch viel günstiger, gell? Ah, jawohl, jetzt fangen sie an. Schön weiter rühren. Seht ihr das? So macht man gebrannte Mandeln. Ein bisschen Spalz brauchst du auch dazu. So, und jetzt wieder, wie gesagt, rühren, bis das alles wieder weggeht. Ja? Geht's los. Jetzt geht's los. Ja, jetzt werden sie schon langsam braun, jetzt geht's los. Immer rühren. Ja. Da geht schon echt Luft aus der Pfanne raus, Leute. Ich sag's euch. Wahnsinn. Die werden schon braun jetzt. Einfach weiter rühren, gell? Oh ja, jetzt werden die. Ja, es ist schon ein bisschen Aufwand, gell? Aber er lohnt sich, aber. Da gehe ich lieber wieder gleich wieder zu meinem Steckerfisch aus. Okay. So, jetzt kommt der auf die Deckerfolie. Schön auseinander da. Und jetzt lassen wir es kalt werden. Ja, ihr seht, so Mandel machen, gell, ist nichts dabei, aber es braucht Zeit. Ja, ich genieße jetzt da diesen Luzerner Brocken, gell, diesen Virginia Burley Berick. Genieße diesen Sonnentag nochmal so richtig. Lass einmal Oktoberfestbier schmecken. Prost auf euch und wart, bis der Fisch fertig ist. Gell? Die 20 Minuten, die hat er jetzt gleich erreicht. Und dann kann man einmal umdrehen. Gell? Ich denke mal, das wäre eine bärige Geschichte heute. So, circa 20 Minuten sind vorbei. Ich habe die Fische jetzt noch mal ein bisschen weiter runter getan, weil doch die Hitze nicht so war, wie ich mir das vorgestellt habe. Und jetzt drehen wir es einmal. Gell? Und ihr seht schon, eine schöne Kruste. Ja, und da lassen wir es jetzt auch noch mal so, ja, 15, 20 Minuten, je nachdem. Schauen wir mal. Evi hat schon ein bisschen dick, gell? Ein bisschen auf Borisch hergekriegt. Riesenbrezen darf natürlich nicht fallen, gell? Ja, das sind die gebrannten Mandeln. Habe ich schon mal getestet. Hervorragend, Freunde. Ja, 10 Minuten ist alles fertig. Und dann wird gegessen. So, Fische sind fertig. Ich habe es jetzt dann nochmal, ja, 2 Minuten ein bisschen so und dann ein bisschen auf der anderen Seite lassen. Halt aufpassen, dass die Haut nicht ganz platzt, gell? So. Aber die sind jetzt fertig und jetzt riecht man an.
So, und damit ich die Fische jetzt da leichter aus dem Stabel rausbringe, mache ich das genauso. Wie ich das auf dem Oktoberfest mache. Roll die da ein. Und dann geht der Stab wunderbar raus, ohne dass ich den Fisch verletze. So mache ich das jetzt mit dem anderen auch. Den hole ich jetzt schnell. So, da backen wir aus. Oh, schaut ja gut aus. Jawohl, jetzt habe ich. Da haben wir den Servietten, habe ich da auch nicht da, genau. Der Grille ist natürlich etwas fetter, gell, wie ja, Forelle oder Dorade. Dorade schmeckt übrigens auch sehr gut auf dem Grill. Gell. Jetzt machen wir da mal auf. Klappen das darüber. Jawohl. Somit kriegen wir die Gräten eigentlich ganz gut raus. So, ja, macht es nicht so. Oh, jetzt wird die probiert, Freunde. Gell. Butterweich, saftig, so wie es gehört. Und dazu eine Riesenbrezel noch. Nicht, dass ihr meint, gell? Ich esse jetzt da alles alleine. Evi kommt jetzt dann auch dazu, die will bloß in die Kamera. Wir genießen jetzt diesen wunderbaren Steckerlfisch. Kann ich euch nur empfehlen, macht es einmal nach. Schmeckt 1A. Dann noch so ein Wiesenbier dazu, Hofbrei. Teil vom Herz, was willst du mehr? Okay, bloß der Fall. Und nach dem Essen, ich melde mich nochmal, okay? Bis gleich. Ja, Freunde, nach diesem hervorragenden Essen, gell, die Brezen haben wir nicht einmal ganz gepackt. Habe ich jetzt noch die Mandeln da von der Evi und die schmecken sowas von hervorragend. Knusprig. Und dazu jetzt noch ein Himbeergeist von der Edelobstbrennerei Graf. Da habe ich ja vorher auch die Adresse reintun, kann man leider nicht online bestellen, da muss man hinfahren. Könnt ihr es ja probieren, wenn ihr anruft, ob die was schicken, glaube ich aber eher nicht. Und da haben wir jetzt einen schönen doppelten Eckschink. Leute, Prost auf euch. Oh, super Brand, gell. Ja, das war jetzt wieder so ein richtiger Genusstag für mich, heute Nachmittag. Mit dem Fisch schmeckt ausgezeichnet. Ich habe das auch schon mal mit der Doraten ausprobiert. Funktioniert mit der Forellen genauso gut. Hervorragend sowas, gell. Ich lasse mir das Ganze jetzt noch genießen. Und dann haben wir jetzt, wenn wir gerade zu gegessen haben, hier haben wir gesagt, ja, wenn wir jetzt auf die Wiesen gefahren waren und hätten jetzt das alles so gegessen, Steckerlfisch, alles, Bier, da hätte ich mit Sicherheit drei Maß getrunken, die ich auch zwei, gell. Mandeln, Fisch, Essen, ich schätze mal, sind wir so auf 130 Euro. Ja, also hat uns das Ganze jetzt 15 Euro gekostet. Möchtest du keinen die Freude von der Wiesn nehmen? Okay? Es hat Jahre gegeben, Freunde, ich bin 10 Mal nass gefahren in den 14 Tagen oder 15 Tagen, wo das immer war. Und diese Wiesn-Flair hast du natürlich nicht. Gell? Und jeder, der was dann ausfährt und Spaß haben will, der soll es haben, genießt es, es ist top. Das habe ich halt schon so oft gesehen, dass mich fast ein bisschen langweilt. Und wenn jetzt ich da wirklich noch ja, Musik haben will, da habe ich auch kein Problem, dann machen wir das, gell? Das war es jetzt wieder für heute. Und wir sehen uns
Bis zum nächsten Mal. Servus aus Bayern. Jetzt schau mal, was ich da mir für eine Oktoberfestmusik machen kann, gell? Ja. Da was kommt.